Dies ist einer der größten Rotlichtbezirke von Südostasien in der Stadt Surabaya auf der indonesischen Insel Java. Jahrzehntelang haben die Behörden das Gebiet, Dolly genannt, toleriert, doch das ist jetzt vorbei. Die zahlreichen Bordelle sollen schließen. Gegen die Entscheidung regt sich allerdings massiver Protest von etwa 1400 Sexarbeitern sowie von Taxifahrern und Straßenverkäufern. Sie alle fürchten um ihre Jobs. Ich habe Familie und muss für ihre täglichen Bedürfnisse aufkommen. Und ich muss meine Eltern versorgen. Ich bin die Einzige in der Familie mit einem Einkommen. Umgerechnet etwa 300 Euro wollen die Behörden jedem Sexarbeiter geben und ein paar Tage Training in einem neuen Beruf, wie etwa Bäcker oder in einem Kunsthandwerk. Aber die Prostituierten verdienen hier im Monat etwa 700 Euro. Das ist fünfmal so viel wie der örtliche Mindestlohn. Ich werde das Angebot der Regierung nicht annehmen, weil ich diese Arbeit brauche. Egal, was sie anbieten, ich bin gegen die Schließung, selbst wenn sie mir 1000 Dollar anbieten. Ich werde nie einen anderen Job finden, weil ich nicht mal die Grundschule beendet habe. Für viele kommt die Schließung des Rotlichtbezirkes einfach zu schnell. Sie haben keine Perspektiven. Doch bislang sind die Behörden des größten muslimischen Landes hart geblieben. Ende des Jahres soll es hier keine Bordelle mehr geben.